Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Und ihr habt so richtig schön gehört, wie ich mir jetzt mal was zu trinken eingeschenkt habe. Jetzt ist die Flasche auch leer. Aber seit diesem Fasten habe ich voll den Wasserverbrauch. Gut, ich habe sonst halt wirklich echt wenig Wasser getrunken, aber jetzt füllt man so ein bisschen den leeren Magen halt auch damit, ne? So, die geht zur Schule, das ist gut. Wie lange braucht er? Ja, er geht mal besser. Nimm dir das doch. Pfannkuchen essen. Das gibt es nicht, ey. Das ist überhaupt nicht nervig oder so. So. Du ziehst mal bitte dein Alltagsoutfit an. Warum auch immer du jetzt sowas anhast. Zuschauen. Nee. Jetzt ist er das. Aber wo geht er dafür hin? Er setzt sich dahin. Das ist okay. Dann Tag verschönern. Rede mal mit deinem Mann, schmeicheln. Über Videospielprofis tratschen. Die Leviten lesen. Nein, das wollen wir ja nicht. So, kennenlernen. So, wir müssen uns ja ein bisschen auf die Karriere konzentrieren, ne? Es kann ja nicht sein, also wir sind ja immer noch Level 8 und Livos ist mittlerweile auch Level 8. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen schauen. So, du darfst auf jeden Fall die Zuflucht spielen. Emilias hat gemerkt, dass Chihiro ein Geek ist. Boah. Echt Props an dich, mein Freund. So, er ist da noch erstmal fleißig. Dann kannst du hier auch mal aufs Klo gehen. Okay, was machst du jetzt? Du kannst mal hochlaufen, bis du nämlich hier bist. Ich hab doch das abgeschlossen. Was macht diese dumme Katze jetzt hier? Über Kratzen belehren. Diese Katze geht mir auf den Sack, ey. So, der Gärtner ist fertig. Okay, und du darfst Isaiah beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Und dann kannst du ihn auch direkt schon wieder in den Schlaf lesen. So, sie spielt noch, das ist gut. So. Gut, machen wir mal aufschließen. Dann müsste die Katze jetzt ja rausgehen, oder? Das ist gut. Tür abschließen für alle Tiere. Oh, mich regt diese Katze auf, ey. So, jetzt haben wir eine Rechnung wahrscheinlich bekommen. Ja, habe ich gewusst. 8200. Ist ja nichts. Müssen wir jetzt nur mal schnell zusammenkriegen, aber ist ja kein Problem. Vielleicht werde ich ja befördert oder so. Mal gucken. Ich glaube, meine Leistung sah gar nicht so schlecht aus, ne? Nee. Wir müssen es nur noch hinkriegen, befördert zu werden. Dann darfst du Isaiah in den Schlaf lesen. Und wenn Isaiah ein Kind geboren ist, dann sucht er sich einen Job. Aber ich bin noch am Überlegen, was für ein Job. So, bisher mussten wir unseren Sohn ja gar nicht maßregeln, weil er bisher nichts Schlimmes gemacht hat. Hat auch seine Vorteile, ne? Muss man sagen. So, sie spielt ja noch fleißig. Videospiel oder App programmieren. Dann darfst du mal programmieren. Da weiter den Virus programmieren und dann die Handy-App programmieren. Hör mal auf zu spielen. Moment, okay, der schläft. Ja, geh mal bei deinem Stiefsohn hier ins Zimmer und spiel erstmal eine Runde. Gut, jetzt ist dein Spaß ja wieder da. Was macht der denn mal? Irgendwas, was man vielleicht von zu Hause auch gut machen kann. Ich überlege, ob er auch Maler wird einfach. Das wäre nämlich sehr praktisch, wenn er, ich sag mal, gut malen kann. Dann haben wir nämlich zwei Leute, die gut malen können und Geld verdienen können.
Okay, dann darfst du mal streicheln, Freundschaft anbieten, reden. Und mit Laserpointer spielen. Danik hat ein Schulprojekt und Aya auch. Toll. Die sind beide etwas angespannt. Gut, dann. Nee, halt. Du nimmst dir mal den Pfannkuchen hier und schaust dir den Kochkanal an. Und du gehst mal schnell nachdenklich duschen. Dann setzt du dich mal hier hin. So, wir schauen mal. Müsste jetzt ja funktionieren. So, Emilias hat Freundschaft mit Elu geschlossen. Das ist gut. Dann darfst du nämlich auch den aktuellen Kanal schauen. Und dabei auch mal was schlürfen. So, wir verkaufen mal die Projekte, weil die bringen nämlich echt schön Geld. So. Und nach dem Fernsehen gucken dürfen die dann Hausaufgaben machen. So. Umarmen. Und bürsten. Und dann darfst du Anouk mal anlabern. Streicheln. Kennenlernen. Mit Laserpointer spielen. Dann ist auch schon deine Leiste hier voll. Muss ich nicht mal arbeiten gehen? 2 Stunden bis zur Arbeit. Okay. Jetzt fliegt der schon wieder nicht wie ein Vampir. Hey, dann plaudert mal. Von Lieblingsstar schwärmen. Das macht man so über Teenagern oder unter Teenagern. Insider-Witz. Vampir-Witz machen. So, über Fitnesstechniken reden. Ist ja nicht schlecht, ne? Auch von Lieblingsstar schwärmen und ein Kompliment machen. So, der Virus hat sich verbreitet. Das ist gut. So. Machen wir mal schnell. Wie antwortet ein Vampir auf die Frage, wie geht's mir? Ich beiß mich so durch. Gott, ist sehr schlecht. Aber der ist gut, ey. Der ist schlecht, aber gut, muss man sagen. Ich beiß mich so durch. Emilias hat Freundschaft da geschlossen. Das ist ja nicht schlecht. So. Über Kochen könnt ihr mal reden. Okay. Dann. Geh mal auf damit. Und zwar beide. Du räumst das mal auf. Okay, und wir gehen erstmal aufs Festival. Du räumst es auch mal auf. Das heißt, mit jedem, mit dem wir gehen und der da mitmacht, der kriegt ja Zeug, ne? So, dann fangen wir mal an. Wir werden Isaiah in die Tagespflege geben, weil mit dem können wir nicht so viel anfangen. Dann nehmen wir Danik mit, die Mutter, aber die muss ja gleich arbeiten, ne? Egal, wir nehmen die jetzt mal mit. Ich finde, ach so, sie hat ja gefragt, okay. Vielleicht kriegt Chihiro ja auch noch Sachen ins Inventar. Wenn sie zumindest ein bisschen mitgemacht hat. Ich müsste ja gleich erst die Nachricht kriegen, dass ich erst in der Stunde los muss. Tipp ich mal. Wir schauen einfach. Wenn Kleinkinder ihre Bewegungsfähigkeit verbessern, konnte ich den Rest nicht lesen. Das macht Sinn, oder? So, wir haben nur ein kleines Problem mit unserem Vampir. So, aber ihr schließt euch erstmal zusammen den Witzbolden an. Okay, wurde zur Tagespflege geschickt, das ist gut. Sehr unwohl. Okay, den Witzbolden anschließen und das machst du auch. So, für dich ist die Sonne jetzt nicht so geil. Aber du schließt dich auch erstmal den Witzbolden an. Und dann... gehst du am besten mal hier hin? Kann er hier nicht malen? Ja, perfekt. Hier. Okay. So, dann darfst du mal schnell dir eine dunkle Meditation machen.
Und er malt dann einfach. Ach so, ihr plaudert schon bereits, das ist gut. So, du darfst Erkennungslied der Witzbolde mal singen. Hallo? Da, überzeugen, dass Tee giftig ist. Okay, jetzt gehst du zur Arbeit. So, und du laberst jetzt den hier mal voll. Oh, und wir können die Versammlung mal beenden. Ups. Aber irgendwelche Leute voll. Bist du? So, überzeugen, dass Tee giftig ist. Unterhaltet euch durch so ein Ding, ey. Das ist überhaupt nicht komisch oder so. Alter, Scheiße, was macht sie denn da? Okay. Fühlt sich zu unwohl. Ach ja, seht ihr, so ein Ordnungsproblem. Ich erinnere mich. So. Spaßvogelsabotage andeuten. Und sie macht das auch. Urbane Legenden erzählen. Erzähl dem Typen, wie es läuft. So. Und du darfst wieder hierher kommen. Überhaupt nicht creepy oder so. Überzeugen, dass Tee giftig ist. So, du laberst ihn jetzt auch mal voll. Und du laberst ihn auch mit voll. Ihr seid so unnötig, ey. Setzt euch doch irgendwo hin oder so. Oh, kann man sich ja nicht mit ansehen hier. Oh, auf jeden Fall liegen wir in Führung. Schön, dass wir jetzt den Typen erstmal richtig kennenlernen. Geheimnis ausplaudern. Spaßvogelsabotage. So, Level 3 Schelmfähigkeit. Ist auch nicht schlecht. Was will er jetzt? Er bestellt sich jetzt was zu essen, oder was? Ey. Egal. Überzeugt, dass es wirklich Monster gibt. Er ist auch ziemlich geil. Umblödeln. So. Digga, komm zurück. Du kannst hier essen. Oder auch nicht. Der sieht echt super aus mit diesem Outfit. Also, musste ich schon sagen. Der Wolfgang. Der hat bestimmt keine Probleme in der Schule, weil er Wolfgang heißt. Bestimmt nicht. Das ist ein komplett normaler Name in dem Alter. Ey, willst du mich verarschen, Alter? Darüber streiten. Oh mein Gott. Haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Perfekt. So, und wir haben das alles im Inventar. Und bei ihr können wir es noch nicht sehen. Okay, aber wir gehen jetzt mal alle nach Hause. So, und sie arbeitet fleißig. Und ich sage, mach jetzt mal schnell, bis alle zu Hause sind. So. Ah. Mal was trinken. Hallo, geht nach Hause. Isaiah ist von der Tagespflege zurück. Das ist schön. Chihiro ist auch zurück. Um sich kümmern. Ja, geh jetzt bitte nach Hause, ja? Wird ja wohl nicht so schwer sein hier. Ja. Toll, jetzt habe ich voll die Tastatur nass gemacht. Nein! Mal gut, dass ich das mal schnell mit meiner Bettdecke, mit der ich hier immer wie ein Penner sitze, wegmachen kann. Es ist ja nur Wasser. So. Grundstücksmerkmale, frische Luft. Okay. So. Er benutzt jetzt seine Windel. Das ist jetzt nicht so geil. Oh, der hat mega Hunger. Dann
Okay. Du gehst jetzt mal die Toilette verwenden und gehst dann schlafen. Du? Okay, du wirst um Rat gebeten, aber dann darfst du mal Isaiah Essen geben und zwar gib ihm einfach ein Schinken-Käse-Sandwich. Du machst eine dunkle Meditation und du gehst auch einfach schlafen. Und ich glaube, du kannst dann auch schlafen gehen. So, Danik ist ein Vampir-Novize geworden. Das ist schon mal sehr geil. So, wir werden mal einstellen, dass er nicht mehr so viel Kraft verbraucht. Das können wir schon nicht. So. Er möchte schon mal nicht von anderen Sims trinken. Nein, das will er nicht. Er hat einen vertrockneten Magen. Sie geht schlafen, er geht schlafen. Du bringst deinen Sohn jetzt erstmal zum Essen. Okay. Nee, du nimmst ja auch was zu essen. So. Nimmst du dir mal einen Pfannkuchen? Dann züchten wir mal einen Frosch. Sie hat übrigens keine Voodoo-Sachen bekommen. Wie wäre es, wenn du dich zu deinem Kind setzt und mit deinem Kind isst? Schon wieder zu viel verlangt, ne? Frauen. Jetzt darf ich das auch mal sagen. Frauen. So, haben wir nicht ein Bücherregal irgendwo da? So, und das können wir schön verkaufen. Okay. Dann machen wir das mal so, dass du, das ist zwar ein bisschen eklig, aber du bringst ihm erstmal hier bei, aufs Töpfchen zu gehen. Dann darfst du ihn baden. Und dann gehst du schlafen. So, wir gucken, ob das funktioniert. Das wollen wir verkaufen. Das auch. Dann gehen wir mal zu ihm. Wir machen jetzt mal schnell. Oh, die müssen ja auch noch Hausaufgaben machen, ne? Da kam das Festival jetzt ein bisschen ungelegen. So, die Mama kann ja auch mal was machen, wenn sie nicht gerade arbeiten ist. Wurde sie jetzt eigentlich befördert? Nee, ne? Oh, das gibt's doch nicht. Aha. Okay. Dann halt nicht. Wir brauchen noch ein bisschen Geld für die Rechnung, aber das kriegen wir jetzt zusammen im Laufe des Tages oder der Tage. Sie muss ja auch heute gar nicht arbeiten, ne? Nee, muss sie nicht. Ist natürlich blöd, aber hey. Ich habe schon eine Überlegung, wie wir das hier mal verbessern. Wobei, das können wir jetzt ja mal direkt machen. Ne? Okay, wir warten, bis er fertig ist mit Kacken. So, perfekt. So, und zwar entfernen wir die beiden hier mal. Dann bauen wir jetzt hier noch eine Wand hin. Und werden diese Tür mal hier hinpacken. Wobei, wir können sie auch hier hinpacken, weil da haben wir ja eh nichts. So, das packe ich jetzt mal kurz hier hin. Und die Wand entfernen wir jetzt. Dann werde ich das nämlich hier hinpacken. Wir müssen uns mal was anderes einfallen lassen. So. Das passt jetzt nur noch jetzt zwischen. So, das Klopapier müssen wir noch umstellen. Und da kommt jetzt eine Badewanne hin. Und zwar eine echt hochwertige. Nehmen wir mal die hier. So, hier machen wir noch eine Wand hin, weil es einfach schöner aussieht, finde ich. So. Dann lassen wir das halt erstmal hier so.
Hier könnte man noch irgendwie ein Bild oder sowas hinmachen. Haben wir da noch was Gescheites, was man hier mal schnell hinklatschen kann? Moderne Simkunst. Okay. Ist jetzt nicht die Schönheit, aber es ist so. Warte mal, das können wir gar nicht benutzen. Ich habe ja was vergessen. An die Arbeit. Hunde und Katzen. Wir nehmen die Megakunst. So. Das ist schon mal nicht schlecht. Und hier, ich habe überlegt, wir nehmen einfach sowas hier. Ja, wenn jetzt hier keine Fenster, ich werde die mal ganz kurz wegstellen. So, weil dann packe ich das nämlich hier hin. Und dann packe ich mal die Fenster zurück und jetzt geht das. So. Und jetzt darfst du Danik noch baden. Nee, nicht Danik, Isaiah. Wenn Danik jetzt gebadet werden muss, das wäre schon ein bisschen heftig. Ja, machst du das nochmal schnell? Das wäre echt Premium. Und Spaß hat er auch keinen. Aber beim Baden wird er jetzt ja wohl Spaß kriegen. Dann darfst du das mal schnell säubern. Obwohl das eigentlich ja dann diese Tante da machen müsste, aber ich... Nee, wir machen das nochmal schnell sauber. Und dann fängst du mal an, SimShape zu spielen. Das bringt nämlich auch Spaß. Und Denken muss ja auch mindestens auf Level 3 gemacht werden. So, Danek kann auch mal aufstehen. Und eine nachdenkliche Dusche nehmen. Dann... Ach, wir haben ja bei ihm hier noch Sachen zum Verkaufen. Ach so, Hausaufgaben muss er ja noch machen. Hausaufgaben. Hätte ich fast vergessen. Okay, ein Ding trinken, Hausaufgaben machen. So, du gehst auch mal auf die Toilette und... Ja, nimm mal eine nachdenkliche Dusche. Weil wenn man beim Hausaufgaben machen inspiriert ist, ist ja auch nicht schlecht, ne? So, und dann... Katze. Katze. Diese Katzen, die sind so nervig, ne? Wie sieht es hier aus? Der ist schon bald wieder fit. Das ist ganz gut. Ist ja unser Hausmännchen hier. Setz dich zu deinem Bruder ins Zimmer, während er Tablet spielt. Und mach Hausaufgaben. Ach, klasse. Kannst du nebenbei mit ihm labern? Ja, kann man. Warte, kannst du nebenbei brabbeln? Brabbeln. Ey, das ist Premium. Krabbeln. Da macht... Nein, nicht singen üben. Da macht er gleich zwei Sachen. Ey, das ist ja geil. Krabbeln. Sie hat mega Hunger, aber sie kann ja in der Schule essen. Die Hausaufgaben kann man halt nicht vorher machen. Ja, wie weit bist du mit deinen Hausaufgaben? Sie macht das irgendwie schneller als er, glaube ich. Gehen nebenbei ans Handy, ja. Deswegen brauchst du wahrscheinlich auch länger bei deinen Hausaufgaben. Das wird der Grund sein. So, Danek ist fertig mit seinen Hausaufgaben. Er möchte was essen. Nee, du kannst mal nachdenklich duschen. Nein, ich will zu keinem Konzert. Und Frühstück servieren. Und zwar Rührei mit Speck. Die Katze hat erstmal schön den Mülleimer ausgeräumt. Diese Katzen, ne? Ich glaube, es reicht, wenn wir eine Katze haben. Weil wenn man zwei hat, dann funktioniert das mit diesem Fehlverhalten nicht mehr. Weiß ich nicht. Irgendwie geht das nicht. So fleißig lernen. Aya ist mal fertig mit ihren Hausaufgaben, Mensch. Dann geh mal schnell in die Schule, dann hat es keiner gemerkt. Nein, 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 nein. Rührei mit Speck fortsetzen.
Zum Glück nicht nervt oder so, nein. Oh. Dann geh mal schlafen. Wir sind total fürsorglich. So wird das was, ey. Die Lehrerin muss einen Moment aus dem Unterrichtsraum, um mit einem Elternteil zu reden. Sie trägt Danik auf, die Klasse zu beaufsichtigen. Soll Danik den Unterrichtsplan der Lehrerin fortführen oder etwas Lustiges mit seinen Klassenkameraden anstellen? Wir befolgen den Plan mal besser, oder? Alle haben ruhig gearbeitet und die Mitschüler von Danik haben kaum einen Unterschied bemerkt. Schließlich musste er ihnen ja nicht das Periodensystem erklären. Leistungsverbesserung für Danik, das ist schön. Wir haben den besten Mann des Universums erwischt. Er kann einfach gar nichts. Muss jetzt schlafen? Er ist dabei, ne? Dann ist ja gut. So, dann schau dir dabei mal den Kochkanal an. So, und du stehst auch mal auf. Ein Gericht nehmen. So. Wir haben voll die Arschausbuchtung eigentlich. Guck dir das auch mal an. Und nebenbei kannst du sogar mit deinem Mann labern. Tag verschönern. Zusammen frühstücken, Kind schläft. Das ist doch perfekt. Der Lehrer fordert die Schüler auf, draußen zu lernen, um ein bisschen Frischluft zu schnappen. Soll Aya draußen weiterlernen oder einfach mit ihren Freunden abhängen, bis es Zeit ist, wieder hineinzugehen? Wir lernen mal draußen. Man sollte sich dann und wann eine kleine Auszeit gönnen. Das Gehirn von Aya läuft bald über und es ist... Bina. Flips. Alles klar. Okay. Flish? Hando. Mit Videospiel können beeindrucken. Von Essen schwärmen. Tag verschönern. Geil, ey. Boah. Zusammen essen? Ist auch mal nicht schlecht, ne? Okay. Wie sieht's denn mit den Früchten aus? Sind die schon wieder da? Nee, ne? 24 Stunden für die Rechnungen. Ja, das ist ja keine schlechte Sache. Mal gut, dass die Katzen sich gegenseitig haben, ey. Neue Erfindung beschreiben. Lustige Geschichte erzählen. Bleib mal fertig mit Essen, ey. Es dauert ja ewig. Er kann ja auch irgendwas Romantisches sagen, oder? Flirten? Romantik. Ein Kuss hauchen. Oh, drei Kinder reichen mir aber. Emilia, das ist familienbewusst. Das ist doch schön. Kompliment über Aussehen machen? Süße Nichtigkeit flüstern? Jetzt hör halt mal auf zu essen. Steck mal das Essen in deine Tasche. Nein, tut sie nicht, immerhin. Lisi legt's auf den Boden. Das macht es zwar nicht besser, aber hey. Ja, sitzen. Nein, nicht aufstehen. Okay. Setzt sich da jetzt wieder hin. Ja, so ist gut. Süße Nichtigkeit flüstern. Man kann ja mal ein bisschen hier zusammenrücken, rumschmusen. Wange küssen. Nein, das können wir, glaube ich, nicht. Lass mich verarschen. Ey, ihr seid so romantisch wie ein Stück Brot, ne? Also, es gibt's doch nicht. Könnt mal wieder ein bisschen Sachen hier gebrauchen. So einen Frosch können wir züchten. Gut, dann wird Shihiro jetzt halt was anderes machen. Und zwar Ausdauerlauf. Ja. Emilias kann ja eigentlich mitmachen, ne? Training. Ich meine, der Große, nee, der Kleine schläft ja.
Die Katze macht gleich mit. So wie das aussieht. So. Das war's jetzt aber schon für den Tag. Ich speichere schon mal schnell. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit dann ciao und bis zum nächsten Part.